Hallo und herzlich willkommen bei Brain and Synapse. In meinem heutigen Beitrag geht es um die Frage, handelt es sich hier um eine MS, um eine ADEM oder what else? Mein Name ist Dr. Seran, bin Fachärztin für Radiologie und diagnostische Neuroradiologie und nehme dich gerne mit in meine Welt und ich freue mich übers Liken und Abonnieren meines Kanals. Lass uns beginnen. Ich möchte dir gerne eine Patientin vorstellen. Sie ist 35-jährig und stellt sich vor mit migräneartigen Kopfschmerzen. Zusätzlich klagt sie über sensorineurale Schwerhörigkeit und Sehstörungen, gelegentlich aber auch über Schwindel. Es wurde eine MRT durchgeführt, hier die sagittale T2-Sequenz. Hier sehen wir diese Läsionen im Corpus callosum mit den Sternen markiert. Dann wurde eine Flair durchgeführt, die ich euch gerne zeigen möchte. In der koronaren Aufnahme sehen wir hier auch einzelne Marklagerläsionen, hyperintens in den Basalganglien und im Thalamus, sowie vom Corpus callosum schon bereits erwähnt. So, was wäre jetzt deine Diagnose? Wäre das eine klassische MS? Oder was meinst du, ist das eine klassische ADEM? Oder könnte das sogar was anderes sein? What else? Geh doch mal bitte die Differentialdiagnosen durch, was diesen T2-Läsionen entsprechen könnte. Vorneweg möchte ich dir gerne ein anderes klassisches Beispiel nennen. Hier ist auch wieder eine sagittale T2. Wir sehen auch hier einzelne Marklagerläsionen. Sie ist juxtakortikal, dann kaloseptal, wie hier markiert. Das ist ein Klassiker und das handelt sich, du weißt es sicherlich, um eine multiple Sklerose. Dann möchte ich dir gerne noch einen weiteren Fall zeigen. Eine axiale Schicht, eine Flair-Sequenz. Hier siehst du konfluierende Hyperintensitäten linkshemisphärisch und einzelne kleinere fokale Läsionen bihemisphärisch. Weitere Bilder, genau das gleiche, konfluierende Läsionen, einzelne Marklagerläsionen und das ist ein klassisches Bild einer akuten, disseminierten Enzephalomyelitis oder als ADEM abgekürzt. Jetzt aber zurück zu unserem Fall. Wir haben eine Läsion, die im Corpus callosum oder Läsionen, die im Corpus callosum lokalisiert sind. Hast du die Diagnose? Ich sag sie dir. Hier handelt es sich um ein Susac-Syndrom. Susac-Syndrom ist eine autoimmunbedingte Mikroangiopathie. Es betrifft die präkapillären Arteriolen des Gehirns, der Retina und des Innenohrs. Was ist eine autoimmune Erkrankung? Sie ist definiert als Antikörper, die gegen körpereigene, gesunde Zellen gerichtet sind. Also es ist eine Immunreaktion. Andere Beispiele zu Susac-Syndrom wäre zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung wie die Hashimoto-Thyreoiditis. Dazu habe ich einen Videobeitrag gemacht, ich verlinke ihn dir hier oben. Zum Beispiel auch die rheumatoide Arthritis, um ein weiteres zu nennen, oder die Colitis ulcerosa oder Sjögren-Syndrom. Viele dieser Erkrankungen oder alle dieser genannten Erkrankungen sind autoimmune Erkrankungen. Jetzt zurück zum Susac-Syndrom. Susac-Syndrom hat eine Trias. Die besteht aus der Enzephalopathie, von Sehstörungen und einer sensorineuralen Schwerhörigkeit. Dementsprechend sind das die Symptome, migräneartige Kopfschmerzen, Schwerhörigkeit und Sehstörungen. Was sehen wir jetzt nun im MRT? Im MRT sehen wir in der T2-Sequenz multiple Hyperintensitäten, die
rundlich konfiguriert sind, sind lokalisiert, midkalosal, in der weißen Substanz. Sie können auch im Hirnstamm, Basalganglien und im Thalamus lokalisiert sein. In der Diffusion, je nachdem, wenn wir eine akute oder auch sogar subakute Phase haben, früh, können wir eine Diffusionsrestriktion sehen, die natürlich auch, wenn sie im früheren Stadium ist, auch Kontrastmittel aufnehmen kann. Also, je nach Stadium, ob früh, subakut, können diese sozusagen auftreten. Später, wenn sie chronisch sind, gibt es keine Diffusionsrestriktion und auch keine Kontrastmittelaufnahme. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass diese Läsionen Mikroinfarkte sind. Kleine Infarkte, die hier mit Corpus callosum dargestellt sind. Auch hier in der Flair-Sequenz. Diese Läsionen stellen allesamt Mikroinfarkte dar. Und jetzt zurück zum Susak-Syndrom. Die Histopathologie zeigt, dass wir hier multiple Mikroinfarkte haben, einfach mal zum Darstellen in histopathologischer Form. Was sind die Differentialdiagnosen dieser Erkrankung? Wie schon erwähnt, gehört die Multiple Sklerose, ADEM, aber auch die Vaskulitis dazu. Es gibt noch weitere Differentialdiagnosen der hyperintensen Marklagerläsionen. Hier würde es den Rahmen sprengen, alle aufzuzählen. Was ist die Therapie? Die Therapie der Wahl gemäß der Literatur ist Steroide, Immunglobuline und Plasmapherese. Was aber auch sehr wichtig ist, die Bedeutung eines Lifestyle. Das heißt, es gibt einen anti-inflammatorischen Lifestyle, der sich auch kennzeichnet, zum Beispiel durch Stressreduktion, Veränderung der Ernährung. Und dazu möchte ich gerne eingehen. Antiinflammatorisch ist wichtig, wenn ein inflammatorischer Prozess im Körper stattfindet. Man kann es beeinflussen, indem man seinen Stress reduziert, sich antiinflammatorisch ernährt und in die Bewegung tritt. Es gibt 5 Säulen, über die ich gerne in meinem Vortrag The Stress Brain erzählen möchte. Ich verlinke hier über die Webseite www.brainandsynapse.ch bezüglich dieses Vortrages und mehr Informationen findest du auf der Webseite, falls du Interesse hast. Nochmal zusammengefasst, Susak-Syndrom ist eine seltene Erkrankung. Es ist eine autoimmune Mikroangiopathie, gekennzeichnet durch die Trias der Enzephalopathie, der Sehstörungen und Gehörstörungen. Und die Therapie, wie schon erwähnt, besteht aus der Gabe der Steroide, Immunglobuline und weitere mehr. Und ein weiterer neuer Ansatz ist die anti-inflammatorische Lifestyle. Ich hoffe, mein Beitrag hat dir gefallen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Und falls du weitere Informationen und Interesse an einem Teaching oder Coaching hast, hier die Kontaktdaten. Was auch möglich ist, Zweitmeinungen von MRT-Untersuchungen von deinem Kopf oder Wirbelsäule, dazu stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ich danke dir nochmals fürs Abonnieren meines Kanals und freue mich, wenn du dran bleibst. Ich verlinke dir hier noch ein paar Videos und freue mich, wenn wir uns auf diesen verschiedenen Portalen uns wiedersehen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, kommentierst. Bis zum nächsten Mal. Deine Dr. Seran.